Muss man halt irgendwie Hinduismus dazu, also muss um das Tattoo irgendwie so vielleicht irgendwas anderes. Vielleicht müssen die jetzt einen Massenmord. Wir holen uns das Hakenkreuz zurück. Egal wie, radikale Buddhisten. Zünden nicht mehr sich an die Mönche, sondern alle anderen. Richtig. Geil. Schön. Hast du wieder gelesen, dass Google eigentlich 10-fach mehr Daten von dir speichert als Facebook? Aber ich habe gelesen, dass Google jetzt weniger Audioaufnahmen mitschneiden möchte und weniger abhören möchte. Immerhin. Das ist wie wenn der Vergewaltiger sagt, naja, das nächste Mal mache ich es ohne Sextoy. Hallo Leute, wir sind Brennpunkt Internet. Guten Morgen. Hi, na, wie denn? Willkommen zur 30. Ausgabe. Passend zur 30. Ausgabe, wieder mal im Ranz-Studio. Wir hören uns ein bisschen beschissener an als sonst. Ich weiß, da ist nicht viel Boden noch, den man untergraben könnte. Aber wir sind im Ranz-Studio, da geht immer mehr. Hauptsache im Studio, ja. Ja, und wir haben die 30. Ausgabe. Meine Fresse, haben wir uns wieder ein Special überlegt. Ja, Staffelfinale. 10. Folge haben wir auf dem Klo verbracht. 20. Folge haben wir Anglizismen verboten. Und wir waren vorher noch auf der Straße. Das stimmt, das war so ein bisschen kombiniert. Und also zur 30. da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, Leute. Das ist der absolute Hammer. Wir haben Leute gefragt, ob sie denn Fragen an uns haben. Bam! Wow. Das ist, wenn YouTuber dann immer keine Ahnung mehr haben, was sie machen sollen, fragen sie um ihre Community, was wollt ihr denn hören? Und da sind wir jetzt angekommen. So eine Midlife-Crisis. Wir betreiben für euch quasi heute nicht FAQ, ein Q&A. Ja, aber das nur teilweise, denn es gibt ja das ein oder andere Thema trotzdem zu besprechen, was das Internet bewegt hat. Und dafür sind wir ja heute hier. Wir sind Brennpunkt Internet, Tino Ranacher und Robin Nosterafu TV. Schön. Das steht für Transvestit. Ah, okay. ja, hallo, na? Wie war deine Woche, Tino? Wie geht's dir? Sie war fantastisch. Ich versuche gerade hier die Fragen rauszusuchen. Ja, mir geht's großartig. Ich war wie immer sehr gestresst. Ich war jeden Tag unterwegs. Ich habe viel gearbeitet. Und freue mich jetzt endlich hier mit dir entspannt einfach mal quatschen zu können. Einfach mal entspannt im Ranz-Studio sitzen, die Kälte genießen, die schlechten Mikrofone auch einfach mal in sich aufnehmen. Und das Programm hier, was wir gerade laufen haben, zeigt keinen Ausschlag. Also wir machen das hier gerade alles auf gut Glück, aber das ist ja auch so ein bisschen unser Motto, ne? Ja, und für mich ist es wie Urlaub hier zu sitzen mit dir, ja, immer zu reden und zu quatschen. Das ist ja wie ein Privatgespräch, wir reden ja auch privat nicht anders als hier. Das stimmt. Wie geht's dir, Robin, heute? Geht's so. Am heutigen Dingstag, Freitag. Freitag. Ja, wir nehmen hier gerade um 11 auf. Das ist nicht meine Zeit. Dito. Man hat es ja nicht leicht als Influencer. Ja? Man muss mal um 11 irgendwie hier im Studio sitzen. Schlimm. Egal. Mann, Tino. Wie haben wir das nur ausgehalten früher zur Schulzeit, als wir noch um 7:30 Uhr. Habe ich immer noch. Siehst du? Ach so. Oh. Ja, da kommt zwar ein Morgenlattenwitz, kann man sagen. Ja, Mola Adebisi oder wie der heißt. Auf jeden Fall, hallo, herzlich willkommen. Jetzt geht's aber los. Es gibt reichhaltig Themen, die letzte Woche so ein bisschen bewegt hat. Und die Trump-Themen habe ich diesmal echt bewusst weggelassen. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Ich habe auch die AfD-Themen weggelassen. Ja, siehst du? Dachte mir heute mal ohne. Heute muss auch mal ohne. Man könnte hier den Weekly Trump machen, den Weekly AfD-Podcast, aber es muss ja nicht sein. Nee, es reicht doch irgendwann mal. Ja. Wir sind schon professionell. Wir sind schon so sehr unangenehm, ja. Wir treten jedem auf die Füße, ja. Ob es meine Arroganz ist, ob es dein Geschmatze ist. Ja. Wir reden immer nur über Nazis und über irgendwelche Terroranschläge. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was erzählst du denn hier von Geschmatze? Die Leute am Empfangsbolzen, die wissen gar nicht, was gemeint ist, denn das war im Brennpunkt Hörerwunsch. Oh. Das kann man nämlich nur im Internet hören, liebe Leute, da am Radioempfangsgerät. Der Brennpunkt Hörerwunsch ist ein Format, das ihr für 20 Euro kaufen könnt. Einfach mal bei YouTube Brennpunkt Internet eingeben, dann findet ihr die Videos, findet den Link zu PayPal, spendet 20 Euro und dann reden wir über ein Thema eurer Wahl. Und schmatzen dabei. Eigentlich über alles und der Podcast erscheint auch auf Soundcloud, Spotify, YouTube. Also ihr habt eine breite Bandbreite. Ja. Im Radio läuft es nicht, aber im... Das so, also ich glaube, eine Stunde lang Schweiz bashen, da wäre es vielleicht letztes Mal schon ein bisschen grenzwertig geworden im Radio. Das stimmt tatsächlich. Das Wort Holocaust ist mal wieder gefallen, also da muss man immer aufpassen. Ja, auch so Sachen, so Wörter wie Ficken sagen wir auch manchmal oder so. Hm. Tino, wir müssen kurz unterbrechen. Ich habe hier, ich spreche gerade mit so einer, pass auf, ich habe auf Telegram, nee, wie heißt das andere mit T, auf Twitter, so eine...
so eine Konversatio gerade am Laufen. Ich lese einfach mal vor. Von Helly und irgendeine Zahlkombination. Hallo, wie wäre es mit einem sexuellen Abenteuer? Ich warte hier auf dich für heißen Sex. Dann eine Internetadresse. Und ich natürlich sofort aufgeschwungen. Wie komme ich auf die Seite? Registrieren und ich würde jeden erotischen Traum erfüllen. Wie registriere ich mich? Einfach nur den Link der Seite nochmal geschickt. Erfüllst du mir auch den erotischen Traum, Doppelpunkt, von einer Domina bestraft werden? Da wollte ich erstmal was Zaghaftes machen, ne? Und dann die nächste Frage wäre gewesen, verbietest du mir dann auch Denkmemes anzugucken oder sowas? Ja, ja. Das ist erstmal der grobe Plan. Ich muss erstmal schauen, ob man mit der Person reden kann, weil dann kam wieder nur der Link der Seite. Dann habe ich aber geschrieben, der Link geht nicht, kam nichts. Dann heute Morgen, kurz vor der Sendung, nochmal ein Fragezeichen geschickt. Und dann steht jetzt hier, kopieren Sie den Link und fügen Sie ihn in die Adressleiste ein. Eine sehr eloquente Frau. Ja, ich frage jetzt die nette, eloquente Frau mal, wie kopiere ich den? Ich liebe es, mit sowas zu schreiben. Ich den, selbst wenn es Bot ist, wenn es ein Bot ist, ist mir auch egal. Ich kann es aber nicht ganz verstehen, die Frauen, ja, die fühlen sich ja dann immer belästigt, wenn irgendwelche Leute dir Dickpics schicken oder so. Für mich ist das sowas von gefundenes Fressen. Ja, aber es nervt derzeit, es ist sehr, sehr viel. Mir folgen derzeit so viele nackte Frauen und schreiben mich an ihre Seiten. Mir folgen so viele nackte Frauen, das ist so nervig. Ja, es nervt einfach, immer diese Pornoseiten und du wurdest in Gruppenchat hinzugefügt und so, das ist einfach anstrengend. Ich habe meinen großen Spaß damit. Also klar, ich kann es verstehen, wenn dann irgendwie eine Frau jeden Tag 50 Dickpics kriegt oder so, ja. Aber umgekehrt, ja. Na, nee, ganz ehrlich, ich würde mich mit jedem zurückschreiben, um irgendwie was Witziges da rauszuholen. Aber ich freue mich doch eigentlich immer, oh, neue Nachricht auf Instagram, so neue Follower, guck drauf, was ist es, irgendein Scambot. Nee, so internetsüchtig bin ich nicht, Tio. Ich schon. Ich höre nämlich den Podcast Brennpunkt Internet und der... Das mache ich der nicht. Das stimmt. Der da informiert mich nicht über alles und da brauche ich dann nicht mehr so viel Internet in der Woche. Du hast eigentlich recht. Was vielleicht an dir vorbeigegangen ist, ist für mich ein bisschen das größte Thema diese Woche gewesen. Eine Influencerin hat einen Hund misshandelt. Nicht nur irgendeinen, ihren eigenen. Doch, habe ich gelesen, hast du mitbekommen? Ja. Und pass auf, der Clou an der Sache ist... Das warst du. Ich war diese Influencerin. Und es war mein Hund. Nein, sie hat das Video aus Versehen auf ihrem YouTube-Kanal selbst hochgeladen. Also sie wollte so ein... Wie kann das denn passieren? Ja, mal ganz ehrlich. Also sie hatte wahrscheinlich zwei Dateien, einmal die Rohdatei, einmal die bearbeitete und hat die falsche hochgeladen. Ich gucke mir das auch immer nochmal an, bevor ich es freischalte und so. Mhm. Also vielleicht war es tatsächlich irgendwie mit Absicht, weil jede PR ist gute PR, aber in dem Fall kann ich es mir echt nicht vorstellen. Nee. Das wäre wirklich dumm. Sie heißt irgendwie Broke Hauts, irgend sowas, keine Ahnung, ist auch Broke Hauts zu. Warte, ich guck gleich nach, wie es heißt. Oh fuck, die ist heiß, Mann. Sie hat halt direkt nochmal den scheiß Link geschickt, Mann. Wie kopiere ich denn? Irgendwelche Leute sind das doch, die Geld verdienen. Ich bin auch schon mal angeworben worden für so einen komischen Scheiß. Schade. Naja, auf jeden Fall, sie hat halt so ein super happy Challenge mit meinem Hund. So, ich pranke meinen Hund. Sie hatte also Klarsichtsfolie irgendwie zwischen Türrahmen und wollte, dass der Hund durchläuft. Also das erstmal so als Gag. Ja, das ist... Ja? Ja. Nicht jetzt, das an sich finde ich okay, aber der Kontrast zu dem, was sie in dem Video, in dem geschnittenen Video darstellt und zu dem, wie sie quasi hinter den Kulissen mit dem Hund umgeht, sie schlägt ihm einmal so mit der flachen Hand ins Gesicht, spuckt ihn an, drückt ihn so auf den Boden, weil er halt immer ins Bild kommt, während sie gerade was sagen will, was natürlich klar ist, wenn sie die ganze Zeit mit ihm irgendwie spielt, dass der dann nicht rafft, okay, jetzt macht sie gerade eine ernste Ansage fürs Video, da darf ich mal kurz nicht spielen, das ist ja völlig verständlich. Und das ging ganz schön durch die Decke, denn Keemstar natürlich, der internationale Herr Newstime, hat sich sofort eingeschaltet, hat das Video auch geteilt, ungeschnitten und so, sodass es das ganze Internet sehen konnte. Es hat 100.000 Retweets bekommen. Oh, war ja. Und, mit Recht. Ja, sie hat mit der Rechten richtig zugelangt. Ja, mit Recht hat sie gehauen. Ich gucke jetzt nochmal, wie die Alte heißt, Mann. Das finde ich ja mal ganz... Ey, sie heißt halt wirklich Brooke Hauts. Brooke Hauts... Ach, Brooke, nicht Broke, sondern ja, Brooke. B-R-O-O-K-E. Heißt, ja. Also so heißt ihr Account. Brooke, H-O-U-T-S. Hauts. Also Brooke Hauts Tier quasi. Ja. Die Haut das Tier. Ja. Echt, ist unfassbar. Solche Leute sollten, finde ich, weiß ich nicht. Sie hat irgendwie 300.000 Abonnenten und wollte das Video eigentlich nicht hochladen, aber ist dann passiert. Und irgendwie hat sie es auch sofort gelöscht. Eine andere YouTuberin, die ich an dieser Stelle auch mal empfehlen kann, Shoe on Head, das ist so eine nette, die sieht ein bisschen aus, als wäre sie in der Emo-Phase von Anfang 2000er, so Tokyo Hotel hängen geblieben, nur dass es Tokyo Hotel in Amerika nicht so präsent gab. Geile Zeit. Aber sehr coole Person,
Und ein bisschen finde ich den Style ja auch ganz okay, ja. Mhm. Ja, aber sehr coole Person, die hat so ganz viele Feminismus-Videos und so Aktionen auseinandergenommen. Als Frau. Ach, so eine ist das. Ja, ja, also, ne? Hm? Also eine gute. Ah, ja. Eine von den guten. Ah, ja. Ja, und die hat das Video halt auch hart kritisiert und auch einen Beitrag dazu gemacht. Sie hat es halt irgendwie selber gesehen, als es auch 800 Aufrufe hatte und hat direkt danach war es weg so. Aber was einmal im Internet war, bleibt im Internet. Nee, man sollte den Hund wegnehmen. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist, ob es auch solche Tierschutzgesetze gibt wie bei uns. Weil ich weiß, dass bei meinen Eltern in der Nachbarschaft ist neulich einem jungen Pärchen sind da die Hunde entzogen worden vom Tierheim. Also von der Polizei, die kamen danach ins Tierheim, weil die einfach ihre Hunde irgendwie misshandelt haben oder denen irgendwie Alkohol ins Futter gemacht haben, um zu gucken, wie sie reagieren. Und ich finde, dass auch diese Brookhaut ihre Tiere, dass also auch sie ihren Hund verlieren sollte. Brookhaut zu. Gut, nächstes Thema. Scheiß auf den Hund. Nein, ich meine, kann... Gott, Alter. Nein, wir müssen nur etwas durchrushen, weil wir haben ja noch unser tolles zweites Segment heute, ja, unser so super kreatives Q&A. Ja. Aber ich kann ja kurz noch erwähnen, dass sie auch eine Entschuldigung dann veröffentlicht hat. Und in dieser Entschuldigung stand dann nicht drin, sorry, dass ich meinen Hund irgendwie misshandelt habe, sondern ja, ich kann mir vorstellen, wie das rüberkam, dass ich den Hund anschreie. Aber ja, das glaub, sah so aus, hat, aber ja, ich, eigentlich war das gar nicht so. Sie redet halt nur von Anschreien. Ja. So, nichts anderes. Also und völlig realitätsfern. Es ist halt wieder nicht sorry, dass ich das gemacht habe, sondern sorry, dass ich erwischt wurde, so ein bisschen. Ja, ja, das ist ja immer so. Sie müsste sich ja nicht entschuldigen, wenn sie nicht erwischt worden wäre. Aber auch YouTuber, es gibt diese YouTube-Familie, die nennt sich die Inkham Family. Kennst du vielleicht? Ich klingt auch nicht. Nach Tätowierern. Weiß ich nicht genau. Jedenfalls haben die 1,2 Millionen Abonnenten und die haben jetzt, das heißt so eine Großfamilie, die halt ihr Leben halt da präsentiert auf YouTube mit allen Kindern. Und die haben jetzt ein neues Baby bekommen und dieses haben sie quasi angespuckt und mit der rechten, nein, flachen Hand. Das wäre doch lustig gewesen, ja. Ah, okay. Aber was tun sie? Sie haben eine Puppe gebaut, also herstellen lassen, wie ihr Baby aussieht und verkaufen das jetzt derzeit. Vermarkten also ihr kleines Baby. Das ist witzig, nicht mal so weil aussieht. Jedes fucking neugeborene Kind sieht gleich aus. Einfach so ein unbrauchbarer Fleischhaufen. Aber es sieht nicht mal so aus, wie die Puppe aussieht. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Also ohne Spaß mit Kindern so bis zu einem halben Jahr oder eigentlich bis ein Jahr kannst du doch nichts anfangen. Es ist nur so ein Unbeholfener, es gibt keine andere Spezies, wo das Neugeborene so hilflos ist. Das kann ja nichts. Aber hast du gewusst, dass auch dunkelhäutige Babys erstmal hell ja, sind? Ja, kann durchaus, aber das ist nicht immer so, ne? Ich weiß nicht, mir hat ein Bekannter jetzt erzählt, dass er auch mit einer schwarzen Frau geschlafen hatte und dann kam halt, also sie hatten halt irgendwie eine Affäre, keine Ahnung, und sie war aber verheiratet mit einem anderen Mann, der auch schwarz ist. Da war sie jedenfalls schwanger, hat ein Kind bekommen und es kam weiß irgendwie halt raus. Mhm. Und irgendwie hat sie dann meinen Bekannten bezichtigt, dass es sein Kind wäre. Er dachte auch, oh, es ist weiß, es muss mein Kind sein und so. Großes Theater, großes Trouble. Aber nach einem halben Jahr war das Kind dann auch schwarz. Da gab es einen Vaterschaftstest und da war es halt wieder erledigt. Das Kind hat sich schwarz geärgert über seinen weißen Vater. Ich denke auch, ja. Nun. Eine kleine Anekdote aus meinem Privatleben. Tino, wer ist dieser Freund, von dem du da redest? Du bist auch weiß, hallo? Ich erinnere mich nicht. Ich zähle eins und eins zusammen. Ey, ich muss bitte erschume meine Hautfarbe nicht. Ich muss noch kurz einen Disclaimer hier raushauen. Erstmal Triggerwarnung vielleicht, aber wir sind heute ganz zart. Aber ein Disclaimer, der gute Grey Wolf, ja, der fühlt sich vielleicht ein bisschen übergangen, der hat bis jetzt die meisten Hörerwünsche spendiert. Deswegen an dieser Stelle nochmal einen Shoutout an Grey Wolf. Ganz, ganz guter Mensch. Kann man dem folgen irgendwo auf Instagram oder auf Facebook? Man kann ihm bestimmt folgen, aber ich glaube an sich macht er nicht so Output. Ach so. Aber er ist trotzdem cool. Ja. Grey Wolf. Folgt ihm nicht, wenn er das nicht möchte. Guter Mann. Gender-assumed, sorry. Gender-assumed. Triggerwarnung ist ja raus. Aber für dich sehr relevant könnte jetzt sein, die Gamescom, auf der du ja sein wirst. Und weißt du, wer zu Besuch sein Fotz. Wird? Genau, Axel Fotz wird vor Ort sein. Was wirst du ihm sagen, wenn du ihn siehst? Ich glaube, der wird nicht auf dieser Show-Area-Scheiße sein. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn sehe. Wenn ich ihn sehe, werde ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen müssen. Denn das ist eine Chance, die bietet sich nicht alle Tage. Der hält einen Vortrag. Vielleicht gehe ich als Herr Newstime hin. Ich habe da ja so ein bisschen Erfahrung. Ja. Und da Maggie jetzt bei mir ein T-Shirt in den Hemd vergessen hat, brauche ich, glaube ich, nicht mal ein Hemd von dir. Es sieht nämlich perfekt so aus. Außer es passt mir vielleicht nicht, das kann natürlich sein. Egal. Aber als Herr Newstime zu Axel Fotz, das wäre schon ziemlich witzig. Ja. Die haben ja so eine kleine persönliche Agenda miteinander. Würde ich sehr gerne sehen.
Was ich auch sehr gerne sehen würde, ist, dass die Proteste in Hongkong endlich aufhören. Wow, der Überleitungsking. Wir haben vor mittlerweile fast 2 Monaten das erste Mal darüber gesprochen. Und wirklich? Es hält halt nicht an. Also jetzt sind halt wieder Events passiert. Es hält nicht an? Es hört nicht auf anzuhalten, wollte ich sagen. Ja. Nee, aber hör auf zu lachen. Das habe ich an mich selbst gesagt. Aber hör auf zu lachen, es ist nämlich wirklich nicht so schön. Es gab jetzt wieder Events, während Trump, okay, wir erwähnen ihn mal kurz, der hat sich eingeschaltet und hat gesagt, das sind Riots, ja, das sind Aufstände, das ist Privatsache von China, die sollen das klären. Diese Riots, die entarten immer weiter, denn jetzt gab es einen skandalösen Fall, wo die Hongkong-Polizei eine Protestierende, sondern eine Anwohnerin ist da irgendwie langgelaufen. Und es wurde wohl von der Polizei festgehalten und hat sich wohl leicht gewehrt, weil sie da einfach wohnt und weitergehen wollte und nichts damit zu tun hat oder so. Dann hat die Polizei gesagt, ey, die ist gerade hart am Resisten. Wie deeskalieren wir diese Situation am besten? Naja, wir ziehen ihren Rock und ihre Unterhose aus und tragen sie so weg. Was lachst du da, du hässlicher, cis-weißer Mensch, Mann? Damit sie erstmal runterkommen kann, erstmal ausziehen so und dann kann sie sich erstmal beruhigen hier. Ja. So, das haben natürlich auch ein paar Leute fotografiert, diese Tat, aus diversen Gründen vielleicht, aber meine Güte, da gab es dann auf jeden Fall auch nochmal richtig schön Gegenbewegung, da haben sie dann wieder, das hatten wir ja neulich erst, dass sie das Polizeihauptquartier so umstellt hatten, es war wieder für 10 Stunden komplett umstellt, die Polizisten konnten nicht aus dem Hauptquartier raus. Von dieser Person weiß man bis zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme nicht, was mit ihr ist, ob es ihr gut geht, ob sie irgendwie wieder frei ist oder ob sie in einem Gefängnis trägt. Ja, ob sie wieder einen Rock trägt. Es ist schon echt hart. Also es ist schon wirklich. Das gab es aber auch in Hamburg damals bei den G20-Ausschreitungen, dass auch irgendwelche willkürlichen Leute da festgenommen wurden und wurden zu Boden gedrückt von Polizisten, obwohl die gar nicht Teil der Demo waren oder des Aufstands. Allerdings sind andere Leute jetzt Teil der Demo. So ganz viele öffentliche Arbeiter haben sich jetzt angeschlossen. Also Civil Servants, also Leute aus dem öffentlichen Dienst. Also Beamte. Es werden immer mehr. Aber wie gesagt, es geht halt fucking 2 Monate schon als Ausnahmezustand in Hongkong. Ja. Eigentlich würde ich ja gerne mal vorbeigucken, aber wie gesagt, ich habe halt gesagt, der Herr ist Winnie Pooh und dann halten sie mich da fest. Ja, das wollen gut wir ja nicht. Möglich. Aber glaubst du nicht, dass irgendwann die Leute einfach mal so krass ausrasten, dass die Regierung stürzen und dass sie einfach alles... Kann passieren. Dass es in Anarchie ausschlägt oder in Demokratie. Es eskalierte in Demokratie. Ja, wer ist dafür? Ich drück die Daumen. Wer ist dafür, jetzt richtig auszurasten? Ja. Wer ist dafür, alle zu erschießen? Ja, Demokratie. Ja, also, ich drück die Daumen für Hongkong und bin gespannt, was da noch so alles passiert. Vielleicht bleiben wir noch kurz in diesem Raum, denn nicht unweit davon. Ich wollte nicht gehen. Was? Ich wollte nicht gehen. Also, bleiben wir noch kurz. Es waren noch 43 Minuten, bleiben wir noch hier. Nein, in diesem ostasiatischen Raum da. Hm. Denn das ist eine andere große News, die das Internet in Wallung versetzt hat. Und da geht es um Japan. Ja, Pet Peeve. Tokio spezifisch. Und das ist eine Sache, die wusste ich selber nicht mal. Und die hat mich echt schockiert. Tokio verbietet jetzt... Oder er hört auf, Jugendlichen zu befehlen, ihre Haare schwarz zu färben. Was? Das gab's? Das gab's. Genauso habe ich nämlich auch reagiert. Ach, deswegen haben die alle schwarze Haare. Die Leute in den Schulen mussten ihre Haare schwarz färben. Wahrscheinlich damit sie einen einheitlichen Look haben oder so. Ich weiß nicht, was die genauen Beweggründe sind. Aber jetzt hat halt so ein Offizieller gesagt, okay, wir schaffen das ab. Und ich dachte halt echt, what the fuck, das gab's? Haben die nicht eh alle schwarze Haare? So? Naja, die haben halt braun bis rotbraun teilweise. Also blond gibt es da eher nicht, wenn dann halt gefärbt. Aber wie gesagt, das konnten sie ja dann auch nicht, die Haare blond färben, wenn sie das wollten. Das ist ultra krass. Ich wusste gar nicht, dass das gab. Das eine ist ein Verbot von bunten Haarfarben an Schulen. Das kann ich nachvollziehen, also wo es herkommt. Ich finde es dumm, aber das kann ich verstehen. Aber dass alle ihre Haare schwarz färben müssen und noch diese Schuluniform tragen müssen, finde ich ein bisschen komisch. Und wenn ich mir so Animes angucke, dann frage ich mich noch viel mehr, wo das herkommt, weil in den Animes tragen ja und in den Mangas tragen ja immer alle bunte Haare. Ja, wahrscheinlich, das ist ja dann immer das zu channeln, was du privat nicht ausleben kannst, sozusagen. Ja, die haben ja auch immer so riesige Augen und bunte Haare und die sehen so aus. Ich finde, so ein Haarfärbeverbot sollte es in der Gerberstraße auch mal geben. Absolut, das stört total. Wenn ich da wieder so eine sehe mit blauen Haaren, dann könnte ich kotzen. Ekelhaft, du. Dieser kurzes Gerber, asozialen Punks. Kurzes Gerber-Bashing.
Ja, das auf jeden Fall dazu. Und wo ich mir jetzt wünsche, was aufhören könnte, die Bösen Onkels haben ein neues Album. Nein, die können nicht aufhören. Haben ein neues Album angekündigt. Das habe ich nicht mal mitbekommen. Schön, dass ich das von dir höre. Ich bin spitz wie Lumbi, wenn ich das höre. Ich habe ja deinetwegen mir jetzt ein paar Onkels-Interviews angesehen, um sie zu analysieren. Und es werden mir manchmal so Onkels-Videos vorgeschlagen, ganz furchtbar. Und gestern wurde mir angezeigt, so große Ankündigungen. Und erst machen die so ein bisschen Clickbait-mäßig, ja, unser letztes Konzert für dieses Jahr. Wo holt euch Tickets hier für unser allerletztes Konzert dieses Jahr? Jetzt sei doch und dann nicht sagt so. Irgendwie dann der Weidner irgendwie, und wir sitzen gerade im Studio für unser neues Album. Und übel geil. Und dann so Kevin Russell so völlig aus dem Kontext so, Onkels, ihr seid geil. Er ist halt einfach ein Bauer. Er hat, glaube ich, vergessen, dass er bei den Onkels spielt. Das kann bei seinem Geisteszustand mal der Fall sein. Aber ist egal, geiler Typ. Also, jedenfalls freue ich mich sehr auf das neue Album. Ich werde reinhören. Ich bin milde gehypt, muss aber sagen, das letzte Album, ich glaube, das kam 2005. Überleg dir das mal, wie lange das her ist. Also das letzte richtige Studioalbum. Das hieß Adios. Und ja, hatte 1-2 Banger, aber darüber hinaus war nichts dabei, wo du heutzutage, also nicht so ein wie, deine Lieblingssongs, so, weißt du, auf gute Freunde und so, war halt nicht dabei. Der Outro-Song Adios, den hatte ich neulich mal angespielt, das ist so ein ganz schönes Instrumental, das kannst du dir wirklich, wenn du irgendwie in der Sauna mal entspannen willst oder so. Hauptsache ohne die Stimme von Kevin Russell. Ja, ja, also das ist wirklich geil, aber sonst hat es keinen Hit irgendwie. Keine Mädchen, Möpse und Millionen, mich soll da Bohlen holen. So Dinger sind dabei, aber ich verfolge die Band ja auch so ein bisschen. Ich will ja auch gucken, was passiert, und ich bin gespannt auf das Album, auf das Werk. Du bist insgeheim der größte Fan, du. Absolut. Nein, ich werde mir die Band nicht live ansehen, aber wenn die auf Spotify das veröffentlichen, werde ich mal reinhören und gucken, was passiert, was es mit mir macht, ob mein rechter Arm zucken wird oder ob ich dann doch merke, naja, da ist vielleicht doch was drin. Kann ja sein, dass die sich so ein bisschen gewandelt haben, ja auch inhaltlich, und dass die jetzt doch ein bisschen mehr auf diese Toleranzschiene gehen. Ich finde, die Onkels sollten nochmal ein Statement setzen in die Richtung. So wie Freiwillig. Sehen. Also es gibt auch schon uralte Aufnahmen von über 20 Jahren. Ich weiß, ich kenne ja alle die Türken raus sonst. Oh, du immer mit derselben Scheiße. Nein, es gibt, da haben sie live auch Durchsage gemacht, wenn die Haie noch mal den rechten Arm hebt, dann fliegt der am hohen Bogen raus oder so. Wir wollen die Scheiße ja nicht. Und das ist über 20 Jahre her. Selbst Pegida sagen immer, bitte keinen rechten Arm hochheben. Das heißt noch gar nichts. Mit dir rede ich nicht mehr. Rising Bob, den hole ich mir in den Podcast rein. Ich wollte gerade sagen, wir sind ein sehr stiller Podcast. Und wir reden einfach immer gleichzeitig. Wir schalten uns aus gegenseitig die Kopfhörer und reden einfach parallel weiter. Und dann können die Leute aussuchen, so switchen, was links und rechts. So mit den. Stimmt, ja. Was sie gerade hören wollen. Genau, das wäre lustig. Du bist auf jeden Fall auf dem linken Hörer. Auf dem ganz weit linken. Ja, lass ein paar Themen noch durchballern, damit wir vielleicht dann doch die eine oder andere Frage beantworten können. Ich freue mich sehr, sehr über einen Fortnite-Weltmeister. Der habe ich gelesen, der erste Fortnite-Weltmeister, Kyle Giersdorf oder so aus den USA, der hat jetzt 3 Millionen US-Dollar gewonnen und muss davon die Hälfte abgeben an Steuern. Armes Schwein. Aber das war auch so eine Sache, die ich nämlich irgendwie mal mitbekommen habe, dass jetzt irgendwer da aufgesprungen ist, so dieses, ich glaube, da ging es um E-Sports und TV-Coverage oder so, auf jeden Fall hieß es so, dass die alten Medien jetzt quasi raffen, Moment mal, warte, was ist dieses E-Sport? Da kann man Geld mit verdienen, und wenn man halt das hört, ne, 3 Millionen im Pott bei fucking Fortnite, also da kommen sofort RTL und Konsorten um die Ecke. E-Sports werden ja völlig diskriminiert in den Medien, die werden ja überhaupt nicht angesprochen. Ja, bis die Leute raffen, dass es da viel Geld zu holen gibt. Kann ein bisschen dauern, ja, und jetzt halt, wie gesagt, 3 Millionen Euro für den Gewinner. Beziehungsweise 1,4 Millionen. Überleg dir das mal. Es gibt doch Wimbledon. Ist doch dieses krasse Tennis-Ding, oder? Das ist doch übelst groß. Ja. Was kriegt man da als Preisgeld? Das würde mich mal interessieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da auch 1 Million kriegst. Aber Boris Becker ist ja auch voll reich geworden. Ja, aber nicht nur das. Der hat ja mehrere Erfolge wahrscheinlich gehabt. Ist er jetzt nicht mehr, der Herr Becker? Der ist jetzt insolvent. Der ist jetzt einfach nur dumm. Ja, insolvent. Du musst halt seine ganzen Pokale verkaufen und so, aber... Ich google mal Wimbledon-Preisgeld. Ich weiß auch gar nicht, ob auch Fußballer nochmal Geld bekommen für einen Sieg. Also hier steht 2008 34 Millionen. Eieiei. Great Britain Pounds auch noch, also mehr als Euro. Was ist denn das für eine Welt? Mal ganz ehrlich. 34 Millionen für so ein scheiß fucking Tennisturnier. Das ist ja echt krass. Mal ganz ehrlich. Holy shit. Also da muss ich Fortnite nochmal richtig ranziehen, muss ich sagen. Wo kommt denn das Geld her? Weiß ich nicht. Tennis, wer guckt denn überhaupt Tennis? Das ist so ein Dreck.
Ja, sowieso, wie Formel 1. Ja, ohne Spaß. Da geht es darum, dass Leute im Kreis fahren. Bei Tennis. Die spielen immer hin und her. Da kannst du ja auch Pong angucken. Da geht es auch nicht um Geschmacksfragen. Da geht es einfach darum, ob man scheiße ist. Wenn du sowas guckst, bist du scheiße. Formel 1, Tennis, alles das Gleiche. Fußball, da bist du ein bisschen dumm, aber nicht scheiße. Fürchterlich. 34 Millionen, Alter. Aber wo wir gerade Videospielen sind, die Leute gewalttätig machen, das ist nämlich auch eine große Diskussion, die mal wieder aufgebrannt ist. Ich dachte, wir sind da drüber hinweg, aber vielleicht hast du es mitbekommen, wir haben nicht berichtet, weil langsam wird es auch ein bisschen langweilig, dass in den USA jedes Mal wieder Massenshooting ist und so. Da waren ja in den letzten Wochen wieder ein paar. Voll Rassisten, aber ich will ja nichts sagen. Was? Von Rassisten, das waren ja oftmals irgendwelche Neonazis, aber ich will nichts sagen in der Richtung. Es ist, in dem Fall ist es auch völlig egal, von wem es irgendwie ausgeht. Es ist immer egal, von wem es ausgeht. Langsam wird es halt langweilig. Die USA müssen sich wirklich langsam mal was anderes überlegen, um noch relevant zu bleiben, nicht immer wieder Mass-Shootings und so. Zeitgleich hat übrigens El Salvador, so ein kleines Land in Lateinamerika, hat ihren ersten Tag seit 2 Jahren gefeiert ohne Mord. Cool. Da kann man auf jeden Fall mal applaudieren an dieser Stelle. Nee, aber in den USA wird das nicht so leicht klappen. Da gibt es viele Mass-Shootings und da hat natürlich irgendjemand wieder gemeint, ach übrigens, die Videospiele, die sind gewalttätig und machen gewalttätig. Mhm. Da hat Walmart natürlich jetzt sofort reagiert, weil man weiß ja, Walmart ist die politische und moralische Instanz von den USA. Ja. Die haben jetzt die Videospiele, die in den Displays so lagen, die verdecken die jetzt, die irgendwie gewalttätig sind, werden abgedeckt, dass Leute das nicht mehr sehen können. Die verkaufen die schon noch, genau, aber zeigen sie nicht mehr. Werden abgedeckt, dass man das nicht sieht. Hm. Haben sie auch nicht mehr als Spiele da zum Zocken. Gibt es ja manchmal Saturn und so, kennt man ja. Aber die Waffen, die werden weiterhin genauso verkauft. Und die stehen dann auch da einfach so rum und die Munition. Das ist schon lächerlich, ne? Das ist so ein bisschen vielleicht mit zweierlei Maß gemessen, aber Walmart ist, wie gesagt, die Instanz, die wissen, was man da tun muss. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Also, da wunderst du dich, wie so viele Leute zu Misanthropen werden und zu Nihilisten? Nun. Aber nicht nur für Ballerspiele hat das Auswirkungen, auch auf 8chan. Hast du es mitbekommen, dass 8chan... Nee. Aktuell offline ist. 8chan ist offline. 8chan ist offline. Nein. Und zwar, weil wieder der Attentäter... Ich habe heute noch kein Childporn gepostet. Schade. Heute Abend hätte ich es dann spätestens gemerkt. Also ich kenne diese ganzen Kanäle ja nur vom Hören oder auch von dir. So 4chan, 8chan kenne ich alles gar nicht so richtig. Ja. Aber ich habe mich jetzt mal informiert, weil es wieder hieß, dass der Attentäter aus Texas, der 22 Tote verursacht hat, dass er auf 8chan auch wieder so ein Manifest veröffentlicht hat, wie der Christchurch-Attentäter, auch in eine sehr rassistische Richtung. Und auch irgendwie gefordert hat, dass das Manifest verteilt wird. Und daraufhin ist es wohl gekommen, dass viele IT-Dienstleister abgesprungen sind, die dafür gesorgt haben, dass 8chan nicht überlastet werden kann. Okay. Und auch selbst der Gründer von 8chan, der aber schon seit 5 Jahren nicht mehr irgendwie dabei ist, dass der auch fordert, die Plattform zu schließen. Da war ich mal aus Interesse auf 8chan, was eigentlich so los ist. Und da wurde mir angezeigt, nur so eine Spendenaufrufseite für die Opfer von El Paso. Ah. Und hab dann auf Wikipedia gesehen, dass die offline sind, 8chan. Und wissen sie nicht, ob es für immer so ist oder ob das vorübergehend ist. Du kannst 8chan aktuell nur erreichen über den Tor-Browser als Hidden Service. Okay. Das fand ich schon krass. Es ist ein bisschen, muss man gucken, ne? Zweierlei Maß. Eigentlich finde ich die Idee ganz geil, dass da so eine Seite existiert oder so ein Forum. Die Idee ist ja, dass das nicht moderiert wird. Hm. Und eigentlich ist das ja ganz nice, aber es ist natürlich klar, dass dann das auch nicht moderiert wird und dann da halt jeder Scheiß gepostet wird, unter anderem halt so ein Scheiß wie ein Manifest und so. Aber ich glaube, für ein irgendwie, das kann ich halt auch auf Facebook posten. Wenn ich irgendwie ein Massenmörder bin, kann ich auch mein Manifest auf Facebook posten. Dafür brauche ich aber nicht. Es wird dann sofort gelöscht. Auf Facebook solche Geschichten. Das mag sein, aber wenn es einmal im Netz ist, bleibt das auch da. Ja, das ist ja keine Frage, also, aber die Frage ist ja, ob man solchen Dingen auch eine Plattform geben will. Und ich weiß nicht, ich sehe es ja ähnlich, dass ich... Vor allem 8chan hatte aber trotzdem irgendwie die einzigen Regeln sind, glaube ich, irgendwie die Verfassung der Vereinigten Staaten oder so, die darf man nicht irgendwie... Oder irgendwie das war auf jeden Fall, es war unmoderiert, aber alles war verboten, was irgendwie, ich glaube, so war es, die Verfassung ja, die dürfen nicht ganz gegen alles die Verfassung machen. Verstößt. Die dürfen nicht ganz alles machen, das ist ja klar, also auch so irgendwelche Drogen. Du kannst ja keine Snuff-Filme von dir hochladen, ohne dass das irgendwie, also so hätte ich es jetzt auf jeden Fall gedacht. Aber du siehst eben auf solchen Plattformen auch dann die Grenzen der absoluten Meinungsfreiheit, was so passieren kann, ja. Also, wenn du echt alles zulässt, so völlige Anarchie, dann siehst du halt, wie sich das hochschaukeln kann. Und dann siehst du, dass andere Leute auch solche Gedanken haben. Und
früher zu Zeiten, wo es noch keine Aufklärung gab und wo man kontrolliert wurde, was man denken darf und was man sagen darf, da wurde man noch in seine Schranken eingewiesen, ja, und da gab es halt solche ganz krassen Auswüchse im Kopf vielleicht nicht. Und heute durch das Internet kann man sich mit Leuten austauschen, die ähnlich denken, und dann merkt man, okay, krass, das sind ganz normale Gedanken, die ich da habe. Und dann posten sie aus dem Leben. Dann posten sie irgendwelche Leichen und es schaukelt sich alles irgendwie so hoch in irgendwelche Manifeste. Und lass eben dann die Frage. Was ich da jetzt raushöre, ist, dass du das Mittelalter zurück willst. Ja, richtig verstanden. Nein, eben nicht. Also ich sage nur, dass immer alles, egal was man tut im Leben und was man für eine Gesellschaftsform hat, das hat immer ganz krasse Nach- und Vorteile. Und ich finde, ein großer Nachteil der Demokratie und der Meinungsfreiheit, die ich ja verteidige mit allem, was ich habe, ist eben, dass auch sowas passieren kann, dass sich halt Leute austauschen über solche und auch informieren, wie man irgendwelche Leute abballern kann am günstigsten und auch über Ballerspiele. Klar, natürlich kann es auch einem helfen, sowas zu koordinieren und zu gucken, wie man schießen kann, aber es ist halt nicht der Ursprung davon. Ja, die Diskussion ist ja auch mehr. Wie gesagt, mich hat es verwundert, dass das überhaupt so aufflammt. Ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen. Also sie machen sich halt auch viel drüber lustig. Es gibt da jetzt tausende Memes wieder hier. Da spielt einer Candy Crush und nächstes Bild ist irgendwie El Paso oder was auch immer. So, also Memes, ja, die das halt ins Lächerliche ziehen. Ich war wohl, aber, ja, war wohl mal vor 2-3 Jahren auf 8chan auch mal, aber eher zufällig. Huch. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Und das war auch, da war ich auf einem ganz normalen Forum irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Musiker habe ich mir angeguckt. Und dann kam auf einmal so ein Bild, wo so 3 abgeschnittene Köpfe auf einer Motorhaube drauf lagen. Das Bild kriegt nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ja, aber solche Bilder hast du ja auch bei Rotten und so Sachen immer gehabt. Also, da gibt es ja 1000 Seiten. Ja, ja, klar, die kenne ich auch alle. Die habe ich auch gesehen, solche. Die kenne ich auch alle. Ich habe die alle durchgespielt. Tatsächlich, für meine damalige Seminarfacharbeit haben wir geschrieben über Aufklärung von Mordfällen. Da haben wir solche Bilder gesucht, auch so krasse Bilder gesucht. Da war ich auf Rotten zum Beispiel. Hätte die gute Broke Hautz mal ihre Videos von dem Hund auf 8chan hochgeladen, dann vielleicht passiert. Wollte sie das und hat dann gesehen, oh, es ist offline, dann muss halt Scheiße. YouTube ran. Ja, ja, dumm gelaufen. Jedenfalls ein sehr spannendes Thema. Ja, ich rush ein bisschen durch, weil wir sind schon wieder bei 31, aber es ist, ne, Luxemburg ist das erste Land in Europa, was jetzt Cannabis wirklich legalisiert. Glückwunsch. Übrigens nicht irgendwie Niederlande, das ist immer so ein bisschen Misconception, glaube ich, dass... Nur weil man einfach mehr toleriert, die Polizei drückt quasi ein Auge zu, aber offiziell erlaubt es da jetzt auch nichts. Irgendwie haben sie jetzt auch Pilze verboten, aber im Endeffekt verkaufen sie jetzt irgendwie Trüffel oder so ein Scheiß, wo genau das Gleiche drin ist. Aber die haben doch so Coffeeshops quasi, ja, wo genau. Man das genau konsumieren und darf. Das ist irgendwie ganz absurd. Ich kenne mich da nicht perfekt mit aus, aber irgendwie ist es so, du darfst dein Weed nicht verkaufen offiziell. Mhm. Aber die Coffeeshops werden halt toleriert. Also die kriegen dann so ganz magischerweise, haben die dann plötzlich halt Sachen da, die irgendwo herkommen. Man darf herkommen. Nicht dealen, aber man darf es haben und verkaufen. Ja, ist genau. Also nicht verkaufen, aber... Es ist ganz, ganz seltsam. Was übrigens noch zu dem anderen Thema aber ganz witzig war, Uruguay und andere Länder haben jetzt gesagt, die haben jetzt ihr Volk gewarnt, in die USA zu reisen, wegen der hohen Gewalt und den ganzen Mass-Shootings und so. Wen wundert's? Japan zum Beispiel auch. Bei Uruguay ist es witzig, weil eine Woche vorher haben die USA gesagt, geht nicht nach Uruguay wegen der Gewalt. Und da sagen jetzt die Leute so ein bisschen, es ist mehr so ein Nein, du. Ja? Also nein, so ein bisschen du, so eine nein, Trotzreaktion. Du. Nein, du bist viel gefährlicher als ich. Ach, leider auch. Leg du zuerst auf. Ja, genau. Und dann gibt es noch eine richtig schön interessante Sache, die aber wieder keinen interessiert, weil im Grunde weiß es jeder. Es gibt geleakte Dokumente, die zeigen, dass 16-jährige Kinder für die Alexa von Amazon, diese Dingsens in China, abartigste Arbeit machen müssen über Nacht und so ein Shit. Mhm. Ja, 24 Stunden. Und das ist ganz schön. Die haben eben keinen Arbeitsschutz, ne? Ich meine, ich habe keine Alexa, ich kann meine Hände in Unschuld waschen. Dito. Ja, aber also... Ich bestimmt, wenn ich irgendwie Schuhe von Deichmann kaufe oder so, da klebt bestimmt auch irgendwie chinesisches Blut dran. Das ist eben die Gefahr im Kapitalismus und in der Freiheit, die wir haben. Wir wissen nicht immer, wo es herkommt und wir können nicht leben, ohne irgendwem zu schaden. Nun. Hashtag Real Talk. Es ist voll ein Downer. Aber egal, was du machst, dein T-Shirt vielleicht von Kinderhänden genäht. Ich hoffe doch. Das Mikrofon, gerade wo wir reinsprechen, auch made in China, bestimmt von irgendwelchen Kindern gebaut und abgelutscht. Da gucke ich jetzt. Elektro-Voice heißt das Ding. Aha, Elektro-Voice steht nicht oder dran. Taiwan vielleicht. Made in USA. Made in USA, oh, Alter. Toll. Danke. Schön. Danke, Radio Lotte.
It's a micro in the USA. Schön, also. Es gibt noch ein paar Kurzmeldungen, vielleicht. Sag mal noch ein paar Kurzmeldungen. Kann. Und zwar, WhatsApp und Instagram sollen umbenannt werden. Ah ja, WhatsApp und Instagram von Facebook heißen genau, die dann. Genau, richtig, from richtig, Facebook. Richtig, richtig hässlich, Alter. Ich dachte auch, wozu eigentlich? Naja, damit Leute wieder mehr auf Facebook kommen, ja, genau, ganz klar. Die wollen die Reputation von Facebook verbessern. Bitte komm zurück. Aber an sich ist halt schon absurd, dass die Leute übelst Facebook haten, ne? Und Instagram ist super beliebt nach wie vor. Also ich finde Instagram auch gut, einfach vom Dienst her. Ich finde jetzt Facebook an sich auch nicht so scheiße, muss ich sagen. Ich liebe Facebook. Klar, dieses ganze Datenwirrwarr, was da dran steckt, das ist alles kacke so. Aber der Dienst an sich, dass du nicht einfach nur eine Plattform hast, wo du halt Bilder hochlädst, sondern wo du quasi so ein Profil haben kannst, da gibt es ja sonst nichts mehr. Nö. Damals gab es halt MySpace, fand ich von der Idee auch geil. Ja. MySpace war ja auch so ein bisschen Kombination von Facebook und Twitter vielleicht, weil du da mit den ganzen bekannten Personen theoretisch in Kontakt treten konntest. Und Musikplayer hast du gehabt. Du konntest auch deine Freunde einordnen und so. Die fünf besten Freunde wurden auf dem Profil oben angezeigt. Es gab deswegen viel Streit. Finde ich das eigentlich schade bei MySpace. Die Idee fand ich super geil. Ja. Aber ich finde auch die Idee von Jodel geil und die Umsetzung ist übelster Dreck. Nicht die Umsetzung, sondern die Nutzer, also richtig, der Mensch. Die Community, ja. Das stimmt. Voll unsozial. Einfach nur hässlich, Mann. Auf MySpace hieß ich früher Falco Freak. Süß. Das weiß ich noch. Dein Profil gibt's da wahrscheinlich noch. Gibt's MySpace noch, ja? Ey, wenn ihr irgendwie schafft. Es gibt da von Crazy P einen Song, der ist immer noch auf MySpace, aber der MySpace-Player funktioniert nicht von den alten Liedern. Du kannst, wenn ihr irgendwie schafft, mir diesen Song ranzuholen, Crazy P aus Weimar oder so, ihr findet den vielleicht nicht so leicht, ich habe den aber als, ich kann euch den Link schicken. Wenn ihr es irgendwie schafft, alte Songs von Facebook, von MySpace runterzuziehen, ich bitte euch, dieser Song ist so geil. Wir sind super assi, wir pissen an dein Haus. Sind wir bei dir fertig, schmeißen wir dich bei dir raus. Wer war Crazy P? Das ist einer aus Weimar West, so ein Rapper. Ach Gott. Crazy P und Freaky M. Es ist so großartig. Nie gehört. Jedenfalls ist Zuckerberg sehr enttäuscht darüber, dass alle Facebook haten und Instagram geil finden. Er möchte, dass Facebook auch was davon abbekommt und deswegen soll jetzt immer Facebook dabei stehen. Das kurz dazu. Es ist ein bisschen peinlich. Ja. Bitte habt uns lieb. Bitte. Bauer sucht Frau Style. Billy bumst die Rosi. Ich sitze auf dem Sofa und fresse Macaroni. Ohne Spaß, der beste Song, den ich je gehört habe. Die Welt darf den nicht vermissen. So, Leute, jetzt haben wir es langsam, oder, mit den Themen? Ganz kurz noch, und zwar auf der TattooCon, habe ich vorhin noch gelesen, auf dem Weg hierher, ist ein Bild aufgetaucht, wo ein junges Starlet, also so ein junges Model, auf ihrem hinteren Oberschenkel so ein Hakenkreuz hatte. Also es sieht so aus, unwinzig. Aber es ist halt ein hinduistisches Symbol. Also sie meinte tatsächlich dieses Swastika, wie das heißt. Swastika. Swastika, ja. Swastika. Ja, ich war gerade. Und jedenfalls, ich weiß ja nicht, wenn man als deutsche Person im Jahr 2019 nach dem Holocaust so ein Tattoo auf dem Oberschenkel hat, ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Ja, andererseits finde ich es auch ein bisschen ungerecht, wenn Hitler es geschafft hat, den armen Hindus ihr Symbol kaputt zu machen. Also, dass du das jetzt vielleicht nie wieder machen lässt. Ja, aber er hat es halt geschafft, leider. Es ist halt das Ding, es ist so ein... Muss man halt irgendwie Hinduismus dazu, also muss um das Tattoo irgendwie so vielleicht irgendwas anderes. Vielleicht müssen die jetzt einen Massenmord verursachen. Stimmt, wir holen uns das Hakenkreuz zurück. Wir holen uns das Hakenkreuz zurück. Egal wie, radikale Buddhisten. Zünden nicht mehr sich an, die Mönche, sondern alle anderen. Richtig. Geil. Schön. Okay. Ja, das kurz dazu. Ich finde das, ich verstehe dieses Argument. Okay, klar, es ist kein Hakenkreuz. Ich glaube der Person das auch. Aber ich finde es, ich fand ihre Reaktion ein bisschen schwierig, dass sie sich aufgeregt hat. Wie kann man das nur als Hakenkreuz erkennen? Ach doch, so, Mädchen, hat sich dumm eindeutig. Gestellt. Ja, das finde ich halt ein bisschen, naja. Und auch viele, die das verteidigt haben. Ach, wie dumm muss man sein, das als Hakenkreuz wahrzunehmen? Nee, eben nicht, man ist eben nicht dumm, man kennt halt die Geschichte. Ich habe auch noch eine kleine Sache, obwohl es eigentlich auf Reddit World News war das die größte Sache diese Woche, dass ein Top-Climate-Scientist, also wirklich irgendwie einer der wichtigsten Wissenschaftler oder so, hat jetzt aufgehört bei der USDA, also bei der, was auch immer, googelt selber, zu arbeiten. Tolle Sendung heute. Und hat gesagt, dass die Trump-Administration, da hammern wieder, ich wollte halt nicht. Ich dachte Trump-frei heute, was ist los? Ja, oh, meine Fresse, ey. Ja, aber. Was ist hier los? Die versuchen halt alles, um irgendwie die Research, wie sagt man denn, Mann, in die Richtung. Die Forschung. Ja.
Gott, Alter. How do you say in German? Ich war so lange in den USA, ich habe vergessen, wie man Deutsch spricht. Ich werde mich sowas von amerikanisieren, damit ich dann Hindu-Zeichen auf meinem Körper tragen kann, ohne dass die Leute sagen, ey, das ist ein Deutscher, der muss das besser wissen. Egal, scheiß drauf. Komm, ich gehe jetzt auf Instagram, wir gucken unsere Nachrichten an. Ich auch gerade. Also bei mir kamen echt gar nicht mal so viele, lustigerweise. Ich habe, glaube ich, nur 5 Fragen bekommen. Assis. Obwohl meine Story auch 200 Leute sehen. Offenbar interessieren sich recht wenig für mich oder für den Brennpunkt zumindest. Ja, weil die dumm sind. Ich krieg immer wieder Nachrichten von den Leuten, die hier hören, oh, ist das Beste, wo gibt, ey. Ich masturbiere immer, wenn ich euch höre. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber es ist natürlich erstmal eine Barrikade, da überhaupt, oh, jetzt eine Stunde sich irgendeine Scheiße anhören. Mhm. Aber es ist halt nicht irgendeine Scheiße. Ihr werdet informiert, was im Internet so los ist. Wollen wir eigentlich die Woche jetzt schnell irgendwie zusammenfassen oder am Ende? Ja, finde ich schon. Ich finde, es war eine sehr langweilige Woche. Mhm. Also klar, ich würde vielleicht sogar echt mal eine 3 geben, diese Woche. Aber die vielen Toten in den USA durch die... Die sind aber letzte Woche gewesen, meiner Meinung nach. War es die Woche davor, ja? Ich glaube schon. Ja, dann ist nicht viel passiert. Dann bin ich ein bisschen, ja, sag mal 3, komm. 3 ist ein bisschen... Ich meine, wir sind ja auch in der 30. Folge, da ist eine 3 doch gut. Ich finde 3 ist angemessen. Gute Idee. Okay. 3 sind wir uns einig. Gut. Eine 3. Jedenfalls, auf Facebook ist es ähnlich, wenn ich einen Witz poste so, oder irgendwas, was mir passiert ist, wie letztens mit da, dem... Da lacht immer keiner, mir folgt doch, anders, mit dem 1-Euro-Shop, okay. Ja, da liken dann irgendwie 60 Leute oder so und wenn ich dann den Brennpunkt teile, dann likest du das meistens und das war's. Das ist so ein gegenseitiges Anfassen dann immer. Ja. Ich teile es dann likest du es. Also Facebook ist ganz komisch. Wie gesagt, Podcast ist ja nicht für jedermann oder jeder oder Frau oder jeder... Divers. Ja, komm. Jedwers. Und da, ich verstehe das schon, das war mir ja von Anfang an auch klar, dass das mehr Nischenprodukt ist oder macht so. Macht ja aber auch nichts. Ja, eben. Ich mache es für jeden Einzelnen von euch. Ja. Und die Leute, die es hören, dann immer sagen, oh, das ist das Beste, wo gibet. Da freut man sich doch. Und auch die sich aufregen, ja, die sagen irgendwie, Robin Schmatz zu sehr oder ich bin zu arrogant. Das ist egal, wir machen es für euch alle. Ja. Ich will mit einer einfachen Frage anfangen. Ja. Wollen wir auch sagen, von wem es kommt eigentlich? Können wir machen. Ja, wir wollen die ja belohnen. Ja, stimmt. Der Rücki hat mir geschrieben. Oh, den kenne ich. Hat die Partei immer recht? Ja. Nächste Frage. Lizardmaster, wann kommen wieder Prank-Videos? Das ist eine berechtigte Frage. Da ist nämlich die letzten Wochen nicht so viel passiert. Kommt aber. Ist im Schnitt und kommt wieder mehr. Und Gamescom ist ja auch, obwohl ich noch nicht so ganz geplant habe, dahin zu kommen. Also mal schauen. Tiehst du schon an, was für ein Prank rauskommen wird? Na, Table 2 kommt auf jeden Fall. Und dann habe ich seit 2016, aber ich muss jetzt wirklich mal wieder anfangen, ein Video zu machen und nicht 5 gleichzeitig. Das endet nie gut. Und deswegen habe ich mich entschieden, wahrscheinlich als allernächstes dann alle Energien, na gut, Gamescom ist, aber alle Energien dann auf das Mirror's Edge Video zu senden. Denn das ist seit 2016 in Bearbeitung. Da kamen noch andere Faktoren dazu, ja. Die GoPro war kaputt und so, aber es liegt halt auf Eis. Und hast du noch Haare gehabt? Ich glaube tatsächlich, ja, stimmt. Aber da habe ich ja eh eine Perücke auf, von daher ist egal. Ach so, das ist irrelevant. Ein gewisser dummer Dion fragt, was macht ihr, wenn ihr Rentner seid? Ich weiß, was ich mache, Leute verarschen. Ja. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil als Rentner kannst du alles machen. Ich hoffe echt, dass ich als alter Mann noch sehr fit bin. Ja. Weil ohne Spaß, du kannst, die glauben dir alles, wenn du alt bist. Kennst du irgendwie... Da hat die Erfahrung. Es gibt von TV Total irgendeinen Name, irgendwie Harald, irgendein alter Mann. Ja. Fragt mich nicht. Harald macht die Tür oder so gibt's. Das ist so ein alter Mann, der Türsteher macht. Und es ist so geil, weil, weißt du, dem traut man halt alles zu. Da sagt man nicht, der verarscht mich jetzt gerade, sondern sagt, okay, der ist ein alter Mann. Der ist seriös, ja. Genau, ja. Das ist super witzig. Als hätten alte Leute keinen Humor. Ja. Also wenn ich in Rente bin, ich will eigentlich gar keine Rente. Ich krieg keine Rente. Erstens das. Wer kriegt denn von unserer Generation Rente? Ich glaube, erstens das nicht und zweitens, wir als so Freiberufler irgendwie, wird das eh schwierig werden. Also wir müssen, bis wir umfallen, du wirst doch Pranks machen mit 80 Jahren und ich werde wahrscheinlich noch irgendwelche Filme, oder hoffentlich darf ich noch Filme drehen in dem Alter. Ja. Aber ich träume ja davon. Männer haben es da besser als Frauen im Alter. Ne? Garantiert. Statistisch aber gesehen. Aber ich hoffe ja, dass ich dann so viel Geld verdient habe, dass ich mich zurückziehen kann mit irgendwie 60, 70 Jahren. Da würde ich mich dann einfach verziehen und würde einfach nichts mehr machen. Auch ich würde alle meine Social Media Accounts löschen. Ich würde noch mal ein Buch schreiben. So. Also sollte ich jemals berühmt werden, ja, dann würde ich ein Buch schreiben, Biografie, würde alles von mir löschen, meine Social Media Accounts, würde mich verziehen, Buch veröffentlichen. Hier habt ihr mein Leben, ich bin jetzt weg. Der Rest gehört mir. Das ist mein Traum. Okay. Und davor möchte ich gerne noch Intendant sein eines Theaters. Wenn ich nicht so schreibfaul wäre, würde ich das auch gerne mal machen, ey.
muss ich sagen. Aber es gibt auch Ghostwriter, aber, oder? Ja, ach, das ist doch scheiße, das ist doch übelst scheiße. Aber irgendwie, ich glaube, das muss jeder mal, das hat auch irgend so ein, wer hat das gesagt? Ich glaube, Reich Ranitzky sogar oder so. Jeder Mensch sollte mal ein Buch geschrieben haben in seinem Leben. Ja. Vielleicht war es auch jemand anderes, mir scheißegal. So, nee, aber alleine, als ich das letzte Mal hier die ganze Scheiße aufgeschrieben habe, die Straftaten und so, man, da sind halt so viele Storys dabei, die du eigentlich nicht erzählen kannst. Aber irgendwann, weißt du... Wenn du eh alt bist ja. Und vorm Sterben. So. Und die ganzen, weißt du, die ganzen Ghetto-Banger, ja, ich habe so ein hartes Leben und so, ja, und ich mache so krassen Scheiß, die im Endeffekt einfach nur den ganzen Tag Bong rauchend an der Playstation sitzen. Und ach, komm, egal. Findest du Mobbing gut? Fragt mich, warum eigentlich nicht. Also man muss es schon gezielt einsetzen. Wenn ich betroffen bin, eher nicht. Aber prinzipiell so als Wischmobber, ja schon. Also ich finde wirklich so ein bisschen Mobbing von Leuten, die mich voll scammen, ne? Ja. Die dann irgendwie öffentlich an den Pranger zu stellen. Oder Leute, die auf Twitter irgendwie schreiben, ah, es sollte den Holocaust wieder geben, habe ich auch gesehen. Mhm. Alice Weidel hat da nicht gut genug moderiert unter ihren Facebook-Posts. Und da stand dann rum, ja, da müsste es mal wieder so ein Großereignis geben. Das löst dieses Problem. Denkst du an das, was ich denke? So haben sie sich unterhalten. Ja, ja. Aber wir müssen mal alle Muslime einfach mal konzentrieren an einem gewissen Punkt. Ja. Oder auch der Höcker hat doch auch letztens irgendwie sich mit dieser wie heißt denn die, Haverbeck oder so eine Holocaust-Leugnerin getroffen und die supportet. Habeck. Ja, Habeck war es von den Grünen, genau. Ganz, ganz schwierig. Mobbing, nein, also ich bin ein, also nur wenn es verdient ist, so wenn Leute irgendwie Nazis sind, wenn sie mich verarschen wollen. Ohne Spaß, dieses letzte auf Scam reagieren Video, wenn Leute halt irgendwie echt so niedere Taktiken anwenden, um irgendwie die Schwächsten der Gesellschaft auszunutzen, wenn du die öffentlich an den Pranger stellst und irgendwie auch wegdisst oder so, finde ich voll in Ordnung. Wenn die dreist sind, ja, meine Mutter hat auch letztens aber ich weiß auch nicht, ob das als Mobbing zählen würde. Nee, als Rückmobbing so ein bisschen vielleicht. Okay. Meine Mutter hat mir auch gestern erzählt, dass sie von so einem Typen auf Facebook angemacht worden ist, so per Messenger, und hat sie den auch übelst verarscht. Und ja, geil. Weil sie gemerkt hat, dass er irgendwie sie belügt und irgendwie Geld will oder so. Ich suche halt eine reiche Frau und solche Geschichten. Also ich finde es in Ordnung. Wenn man verarscht wird, kann man ruhig zurückmobben. Fantreffen fragt JamJam45er. Nein, vielleicht auf der Gamescom, aber eher nicht. Mal gucken. Wir könnten ein Brennpunkt-Fantreffen machen, da kommt nämlich gar keiner. Wir machen jede Woche ein Fantreffen im Brennpunkt. Stimmt. Manchmal kommt, gerade kam Burki rein, der Techniker. Hab ich nicht gesehen. Ja, hat ganz kurz so geguckt, so. Oh, das ist doch Brennpunkt, da gehe ich wieder. Ja, ja. Erich Kistner fragt, wann kommt Gronkh? Gar nicht, finde ihn nicht so geil. Wie findest du Star Trek Discovery? Gucke ich gerade. Nein. Aber da können wir auch noch mal kurz drüber reden. Das hat ja auch das Internet bewegt. Kennst du Captain Picard von Star Trek? Star Trek kenne ich prinzipiell. Der mit der Glatze. Der macht halt jetzt nochmal eine neue Amazon-Serie. Stimmt. Die heißt einfach nur Picard. Ja. Und da sind alle richtig durchgedreht. War aber, glaube ich, auch vor zwei Wochen der Trailer. Auch mit den alten Darstellern, ne? Jonathan Frakes und so. Nee, der nicht. Nee. Der Roboter ist dabei. Ach so. Das ist der Wissenschaftler von Independence Day, falls der dir was sagt. Und R2-D2. Data. Ja. Ja. Bist du dumm. Will ich auch. Dion fragt auch mich etwas, der dumme Dion. Und zwar, wer von euch beiden hat den größeren Penis? Beide. Das ist eine, wir haben beide eine größere. Eine wichtige Frage. Mann, man kann die Nachrichten irgendwie gar nicht so gut lesen. Wie oft gehst du am Tag aufs Klo, fragt Yaselav. Da sage ich mal, kacken einmal, sonst vielleicht zweimal, dreimal, ich weiß es nicht. Also pullern gehe ich echt häufig, also ich trinke auch immer sehr viel. Hört man vielleicht auch, dass ich immer viel trinken muss, dann muss ich auch viel pinkeln. Auf was freust du dich bei der Gamescom oder gehst du dieses Jahr nicht hin? Doch, ich gehe hin, Donnerstag und Freitag bin ich da oder wir und ich freue mich auf Axel Fotz natürlich. Du kommst nur wegen ihm quasi. Ja. Das hier ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Wann war die Zeit, an der du YouTube bzw. Videos am liebsten produziert hast? Das ist echt tricky. Eigentlich mache ich es auch jetzt sehr gerne. Also es gibt jetzt nicht die eine Zeit, wo ich, also ich muss sagen, natürlich ist es irgendwie am geilsten in einer großen Gruppe und es ist natürlich jetzt schade, dass irgendwie Kalle zum Beispiel, der war ja in Stuttgart, jetzt ist er gerade nochmal in Weimar, aber jetzt geht er weiter nach Dresden und so und Herr Rodes ist gerade in Köln und so, das ist natürlich erst ein bisschen schade, deswegen würde ich wahrscheinlich, wenn dann sagen, irgendwie die Zeit um die Millionärswahl oder so, weil da waren wir alle am Start und haben auch viel geschafft so, aber das bedeutet halt, dass ich es jetzt nicht so gerne mache und das stimmt eigentlich auch nicht. So. Ja, aber ich kann es nachvollziehen. Wenn du noch Leute hast, die da mitziehen und wo das so ein Gruppending ist und man Spaß hat und auch wo dann auch die Aufmerksamkeit da ist, ja. Ihr habt ja dann irgendwie nach einem Tag, weiß ich nicht, 100.000 Aufrufe gehabt oder noch mehr.
Und dann macht das schon noch mal noch ein bisschen mehr Spaß, als sowieso schon Spaß macht. Kann ich mir vorstellen. Edward oder Jacob? Ich frage für einen Freund. Edward oder Jacob? Ich muss sagen, auf der einen Seite... Ich finde beide scheiße, Mann. Ja, also die Filme fand ich auch scheiße. Aber an sich, ein glitzernder Vampir, an sich würde ich wahrscheinlich lieber der Werwolf sein. Obwohl, da kannst du es nicht kontrollieren, oder? Aber ein Vampir, guck mal, ein Vampir ist eigentlich, ich muss ja Vampir nehmen wegen Nosferatu, aber eigentlich ist ein Vampir die beschissenste mythische Figur, die es gibt. Die ist gegen alles irgendwie allergisch. Silberkugeln, Licht, so Knoblauch. Hier ein Kreuz. Ja. Wenn es fotografiert wird oder so, ist auch irgendwie nicht gut. Ja, kann sie nicht im Spiegel sehen. Da gibt es auch ein schönes Video von der Bloodhound Gang, wo der auch so ein Vampir spielt. Nee, also ich betrachte die Frage eher so, wen ich von den beiden mir schnappen würde. Und? Edward oder... Wen schnappst du dir? Also ich mag ja an sich so blasse Typen, so wie Edward, aber ich finde Jacob doch ein bisschen heißer mit dem Muskelbuddy. Aber ich glaube, Jacob ist schauspielerisch sehr abgestürzt seitdem, der macht nichts mehr. Währenddessen Edward jetzt der neue Batman ist. Was? Ach, lustig. Ja. Das müsste ich eigentlich wissen. Rücki fragt mich außerdem nächsten Freitag, 16.8. Jackbox in der YouTuber-WG. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Könnte man machen? Muss ich gucken, wo ich da bin. Aber ja, auf jeden Fall. Ich liebe Jackbox-Abende bei Robin aus der Rafu. Dann haben wir hier Maroniline. Die fragt, magst du mich? Da muss ich jetzt aber erstmal eigentlich... Guck, wie du aussiehst. Ja. Nein, du bist eine Frau, dich mag ich sofort. Da bin ich sexistisch. Spec Ops oder Metal Gear Solid? Das ist eine sehr gute Frage, denn... Oh, das ist aber echt schwer. Ich weiß gar nicht, was ich von den beiden lieber spiele. Metal Gear Solid ist mit Abstand das bessere Spiel. Meine Fresse. Metal Gear Solid 3, ein Spiel, was jeder mal gespielt haben muss. Ich kann es nur immer wieder empfehlen. Gesäß, fragt mich noch Opels Official, sag ich ja. Was, keine Ahnung. Gesäß, ja? Ass or Boobs bin ich auf jeden Fall eher Ass, glaube ich. Denkst du, ich finde auch große... Da überlegt doch, ich wollte gerade sagen, ich finde, es ist eine Symbiose. Okay. Aber ich finde zum Beispiel Riesenbrüste, es ist so abtören, Alter. Und ich verstehe auch nicht die Plastik-Reingepumpe, Alter. Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich mag auch lieber so Brüste, so eine Handvoll. Aber für mich ist es ehrlich gesagt überhaupt nicht wichtig. Also wenn die Person an sich hübsch ist und das irgendwie passt... Ja, natürlich. Also das ist für mich auch kein Dealbreaker. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt gezielt nach großen Brüsten suche. Ein Dealbreaker heißt das? Ein Dealbreaker, ja. Wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt. Ja, aber ich will auch mal allen Freunden da draußen sagen, ja, auch egal, ob flachbrüstig oder XXL-Monster-Bubis, wenn ihr cool seid und ihr sonst irgendwie eine Ausstrahlung habt, dann ist es völlig in Ordnung. Meine Meinung. Okay. Cordy fragt außerdem noch, wie würdest du deinen Bauch am ehesten beschreiben? Da sage ich Nabelbruch. Ich habe hier seit einem Jahr so einen Nabelbruch, der ist so ein bisschen nach außen. Ich sollte mal zum Arzt gehen. Ist das tatsächlich erworben? Ich dachte, manche haben einfach so... Nee, das ist irgendwann mal vor einem Jahr passiert. Ah. Beim Überdehnen oder sonst was. Keine Ahnung. Das ist normal mit meinem Bauchnabel, der geht so nach drin. Das gibt's, aber bei mir war es halt nach innen und jetzt nicht mehr. Also ich sollte mal zum Arzt. Wie kann das passieren? Bist du auf den Bauch gefallen? Nee, über Anstrengung oder so. Es kann auch passieren, wenn du eine Verstopfung hattest oder so. Das hatte ich jetzt nicht. Also wahrscheinlich wirklich irgendwie beim Parcours oder sonst was. Bei irgendeiner Anstrengung kann beim halt Sex passieren. Oder so. Soweit ich weiß, wie gesagt, ich war noch nicht beim Arzt. Vielleicht ist es auch kein Nabelbruch, aber es ist ziemlich sicher einer, weil es fühlt sich auch so ein bisschen komisch an. Also hier fragt T.R. Jakobs. Ah. Bezahle ich euch wenigstens durch die GEZ? Nein. Nein. Garantiert doch, nicht. Mich ein bisschen. Ich spiele manchmal in so Produktionen vom ZDF. Ach so, und, so. Ja, und so, ja. Genau, oder auch ekelhaft. Die Bauhaus-Serie. Aber sonst nicht. Aber prinzipiell ja schon. Die Bauhaus-Serie, und da wolltest du mich mit reinholen, kann das sein? War das nicht das? Bauhaus-Serie? Wo die Komparsen gebraucht haben? Stimmt, genau. Ich soll kostenlos für GEZ-finanzierte Sachen arbeiten? Nein, 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 Bauhaus. Nein, nein, wir reden von was ganz anderem. Ich meine jetzt die ZDF-Bauhaus-Serie. Ach, da so. Hättest du richtig Cash bekommen. Okay. Und ich meine jetzt die wir nachher drehen, da bekommen Komparsen 15 Euro. Nice. Ron Wagner fragt, wie groß ist dein Penis? Da kann ich nur zitieren, it hurt but I like. Ja, auch ein Zahnstocher piekst in der Nase, ne? Das stimmt. Maroniline hat auch noch eine richtige Frage. Denkst du, dass ihr vielen Leuten mit euren Videos helft, zum Beispiel mehr Selbstvertrauen gebt? Ja, auch Herodes zum Beispiel hat ja auch im letzten Podcast erzählt, als es um Nosferatu ging, dass er Selbstbewusstsein gewinnen konnte durch diese Geschichten. Und das denke ich nicht, das weiß ich, weil viele uns das schreiben. Also ich kann mich da auch nur bedanken für das Feedback immer. Ich habe eine ganz komische Frage bekommen, in Anführungsstrichen. Bitte mehr davon, will bald auch mal ein Thema aussuchen. Von Jonas, nee, das ist ein richtiger Name, von einem Jonas. Okay. Also wir sollen öfter mal so
Q&As machen. Könnte man ja überlegen, irgendwie alle 5 Folgen oder so vielleicht ein paar Fragen mit reinnehmen. Ja. Mal gucken. Kein Thema mehr, mehr Pranks. Easy. Jonas Riemann, war das der gerade bei dir? Ja. Würde auch gerne mal was spenden, aber hab kein PayPal. Vielleicht richte ich das ein. Sehr gerne würden wir uns freuen, aber fühl dich nicht schlecht, wenn du das irgendwie wenn's nicht schaffst. Wenn es dir wichtig genug ist, dann auf mach das Fall. Doch. PayPal ist halt schon praktisch so. Kann man sein Geld ein bisschen vielleicht verstecken vor der einen oder anderen Behörde. Das auch tatsächlich. Mache ich nicht, aber es ist möglich. Jonas fragt auch, sagt Hai werden durch Atmen, da ist ein Link dabei, den kann ich jetzt nicht drücken, aber kann ich mir gerne mal angucken. Klingt jetzt einfach nach Meditation. Im Endeffekt ist Meditieren ja auch nur, ich überlege mal kurz, ich atme und fertig ist der Lack. So ungefähr. Meditieren ist sehr, sehr schwer. Ja, aber im Endeffekt fängst du an mit, ich achte jetzt nur auf meine Atmung. Du kannst halt beim Meditieren quasi nichts falsch machen. Selbst wenn du abgelenkt wirst, ist es nicht schlimm, dann fängst du halt einfach wieder an, auf deine Atmung zu achten. Und ja, dann ist es ein Erfolg. Richtig meditieren ist ja, dass du über nichts nachdenkst, dass du einfach nur dich hinsetzt und versuchst, alle das Gedanken auszuschalten und zu atmen. Ich könnte ja auch einfach sagen, ja, Skateboard fahren ist auch einfach aufs Brett draufsetzen und fahren und springen. Aber es ist viel, viel kniffliger. Ich hab's mal probiert. Was noch viel kniffliger ist, ist eine Meinung, eine fundierte Meinung zu Dion. Er fragt nämlich dieser Julius. Da kann ich nur sagen, Dion, wenn der alles richtig macht, ist der bald ein Star. Wer ist Julius? Na, dieser Julius. Aha. Okay, ich drück dir und die Daumen. Wie lautet Ihre Meinung zur hohen Kriminalitätsrate in Gefängnissen? Ja, Bullshit. Aber also ist jetzt natürlich ein bisschen, huch, da sind ganz viele Kriminelle auf einem Haufen. Huch. Ja. Aber natürlich ist es super uncool. Erst recht ist es super uncool, dass die Gesellschaft dann findet, ja geil, die vergewaltigen sich da gegenseitig. Supi, dupi. Das soll ja auch nicht geil sein. Wie ich schon mehrfach betont habe, ein Gefängnis soll ja eigentlich zum Rezalosaurus ist so ein unbekannter Gefängnisdinosaurier von damals. Richtig. Resozialisieren da sein. Meine Fresse. Aber es muss so ein Mittelding sein zwischen human, aber auch eine Strafe. Der Freiheitsentzug ist ja die Strafe. Genau, richtig. Und nicht, dass du da drin irgendwie leidest. Ja, es bringt ja nichts, wenn du jetzt, wenn alle jetzt einen Flachbildfernseher bekommen, eine PlayStation 4, sondern dass die einfach Zeit haben, nachzudenken. Das ist ja im Prinzip die Strafe. Ist richtig, aber ich habe auch gesehen, und die skandinavischen Länder sind da echt krasse Vorreiter. Die haben halt schon relativ luxuriöse Gefängniszellen so. Und die haben halt auch genau das gesagt. Es ist nicht das Ziel, die irgendwie niederzumachen, sondern den Freiheitsentzug. Da können sie drüber nachdenken, so klar geht's denen dann da per se gut, aber ich glaube nicht, dass du es feierst, 20 Jahre an einem Ort eingesperrt zu sein. Sie sollen ja auch nicht gequält werden. Eben, damit die eben nicht rauskommen und übelsten Hass schieben oder sowas oder wie gesagt dann nur Gewalt erfahren und dann, wenn du nur Gewalt erfährst 20 Jahre, dann gehst du da nicht raus und bist ein super glücklicher, netter Mensch. So. Ja. Und deswegen finde ich das schon okay. Außerdem komme ich vielleicht selber irgendwann mal in den Knast und... Geht schnell. Der erste Haftbefehl ist gerade so abgewendet worden. Ihr müsst nur den letzten Brennpunkt-Hörerwunsch anhören, dann wisst ihr, was wir meinen. Timo Diello oder wie auch immer sagt, was sagt ihr dazu, dass ich heute Geburtstag habe? Ich sage natürlich alles Gute, Bessere und Beste. Ich nicht. Asozial. Ich kenne ihn nicht. Na und? Waldorfschule, kann ich nicht viel zu sagen. Habe ich ein Lied drüber gemacht, finde ich witzig. Waldorfmädchen. Also ich kenne viele Menschen, die auf der Waldorfschule waren und sind. Und sind okay Menschen. Ist ein cooles Konzept. Ja. Ups, sollte eigentlich hier rein. Politische Entwicklungen, speziell in Mitgliedsländern der Europäischen Union. Die Europäische, ja, die ist eher tendenziell mehr rechter, ne? Ja. Oder was meint er mit der politischen Entwicklung? Ja, wir haben noch eine Minute 30. Marvel, da können wir noch mal kurz Marvel besprechen, oder? Mit einer Minute 30. Ja. Was findest du so bei Marvel gut? Nein, ich bin ja eher so Team DC tatsächlich. Ich mag das DC-Universum. Es ist ein bisschen düsterer, das DC-Universum, ne? Ja, ich bin aufgewachsen mit den Batman-Comics und so, und deswegen bin ich da eher so DC. Aber Marvel ist auch nicht schlecht. Man kann auch mal sich Marvel-Filme angucken und Marvel-Comics lesen. Ist alles in Ordnung, aber ich bin eher so auf der DC-Seite. Okay. Meine Meinung. Aber auch zu dem passend eine Frage. Wie würdet ihr als Superbösewichte aussehen und was wären eure bösen Tatenfähigkeiten? Kommt von Maya. Ich könnte auf jeden Fall fliegen. Ich glaube, ich wäre so ein Troll, der so ganz kleine Unannehmlichkeiten irgendwie überall verbreitet. Überall, wo Leute in Socken rumlaufen, mache ich so Wasser drunter und solche Geschichten. Boah, das ist voll fies. Ja. Ich bin der Troll. The Troll. Wir haben noch da so eine Videoreihe. The Trolling Singer. Ja, nur dass ich auch fliegen könnte. Tino, wir müssen aber zum Schluss kommen. Jetzt sag was.
Was ja. machst du als Bösewicht? Was tue ich denn als Bösewicht? Ich bin auch schon ein Bösewicht. Ach so. Von daher kann ich die Frage. Es bleibt alles beim Alten, richtig.